So, Räder. Wo war 1, 2 und 3? Definitiv nicht. Wo 2 schaut schon mal gut aus und hier ist etwas größer. Was ist denn hier der Unterschied? Beides sind drin. Höherer Aufschlag von 100. Die sind auch langsamer und auch kleiner. Na, wir möchten ja mit denen noch kein Rennen fahren. Bei. Also, mit 5, die werden aber auch leichter, die Rover 2 Modelle. Aber auch langsamer. Wir brauchen aber auch weniger Energie. Ach, dann, für die Variante benutzen wir jetzt einfach mal die kleinen dann hier. Die muss ich jetzt natürlich penibel genau anbringen. Oh Gott. Einmal hier hin. Und einmal dorthin. Ja. Stimmt es einigermaßen? Ja, doch, das kann man so lassen. Das kann man lassen. Das gleiche auf der anderen Seite. Es gibt bestimmt noch einen anderen und einfacheren Weg, das zu machen, aber. So ist doch ein bisschen spaßiger, würde ich doch mal behaupten. Okay. Wenn es jetzt einen Millimeter nach oben oder nach unten geht, ich glaube, das lässt sich leicht verkraften. Sweet. Okay, wir haben hier den Grundkörper. Der fährt auch automatisch los. Was kann man noch, sonst noch drauf bauen? Ich meine, so schaut es ja schon relativ elegant aus. Die brauchen auf jeden Fall, ach genau, die brauchen auf jeden Fall noch Generatoren, damit die überhaupt Strom produzieren können. Generator, Generator, wo bist du denn? Hier bist du. Was machst du denn eigentlich an Strom? 45 pro Minute. 18 pro Sekunde, das ist natürlich wieder was ganz anderes. 2 pro Sekunde. Man könnte natürlich neben einen Generator noch an sich ein Solarpanel hinklatschen. Ich glaube, das machen wir auch. Fahren es mir hinten was hin. Und zwar ist es hier der Unterschied. Okay, ich war. Ups. Ich weiß nicht den genauen Unterschied, aber na gut. Ich glaube, der klappt sich dann nach oben aus. Sollte passen, sollte passen. Einmal hier und einmal dort. Nach oben klappen. Doch. Es ist ja MK1-Variante, also könnt ihr hinhauen. Dann brauchen wir ein paar Lichter. Da besorgen wir uns doch gleich mal die großen Lichterchen. Aha! Gott spare es, werde Licht. Und er fand sogar mal den Schalter. Das ist ja der reine. Ups. Der reine Wahnsinn. So ein bisschen mittig machen. So, das ist ein Grundbatteriepack. Der hat natürlich nicht genug, dass man sagen könnte, hey. Du kannst jetzt unendlich viel speichern. Ja, so wird es aber auch nichts. 100 und 400. Dann kriegt ihr hier außen einfach noch ein paar Batteriepacks angeklatscht. Weil ich glaube, die kleinen schauen in dem Fall schöner aus. Sind ja nur. Ganz kleine Roboterchen.
So, eventuell. Etwas mittig. Ja, doch. Dann ist es natürlich noch Aerodynamik, nein, Utilities war es auch nicht drin. Science, genau. Brauchen wir eine Kommunikationslaterne. Die müssen ja auch in der Lage sein, mit zu Hause zu kommunizieren. Können wir noch ein paar wissenschaftliche Errungenschaften einbauen. Hier ein kleines Thermometer. Ein Barometer auf der anderen Seite. Und ein Gravimeter auf der Seite. Was haben wir hier noch? Device Mesh Location Spacecraft. Ein Accelerator. Ach komm, alle Raters machen wir dahin. Nice. Wenn wir schon mal bei Kommunikationsmitteln sind. Machen wir es ein bisschen anders drum. Beep, 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 beep. Und beep, 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 beep. Ach, herrlich. Genau so soll es sein. Wir haben Panels drauf. Wir könnten jetzt noch schon mal vorne ein paar Solarpanels an sich hinklatschen könnten. Beziehungsweise, ach genau, wir müssten ja. Ganz vergessen, so einen kleinen Generator zumindest auf einer Seite könnte nicht schaden. Und natürlich fertige Solarpanels. Das müssten die hier sein. Yep. Ich hoffe, da kollidiert nichts miteinander. Ist aber nicht ganz gerade drauf. Nicht ganz gerade. So etwa. Hebt leicht ab. Das gefährliche Atomzeichen nebendran. Und ich würde sagen, wir können vorne eventuell. Schaut das denn gut aus? Ja, nicht, wenn ich es nicht schaffe, das Ding richtig hinzudrehen. Was ist denn? Ah, hier. Für alle Fälle, falls das ausgeht. Wir sagen, wir haben unser Hauptziel erreicht. Jede Menge Sprit hier drinnen. Rein theoretisch könnten wir doch noch ein bisschen Sprit nach oben verlagern, beziehungsweise was wir jetzt noch gar nicht eingebaut haben, sind diese Thruster. Unsere SAS-Module und dergleichen. Wie sagen, wir bauen eins hier hin. Eins dorthin. Und zusätzlich haben wir noch hier welche hin. Wir brauchen jetzt natürlich auch speziellen Sprit. Und zwar Pony. Moment, haben wir gleich. Monopron. Brauchen die 157, wie viel ist denn das? Das ist viel. Das ist viel. Das ist ein bisschen zu viel eigentlich. 100. Hätte ich wahrscheinlich davor ein bisschen. Ach, wisst ihr was? Komm, das machen wir. Docken das Ganze hier ab. Bauen hier einfach zwei davon hin. Bzw. eins brauchen wir eigentlich bloß. Hup. 100 müssten ausreichen. Hoffentlich. Hoffen wir mal. Wenn nicht, müsste es jetzt ausreichend sein. Also damit das Ganze auch nicht umkippt. Also wir müssen noch ein paar Leitungen verlegen. Von hier. Sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Dazu. Hier komme ich jetzt nicht durch, oder wie? Nope. Just, ja, Problem. Hab ich's schon? Hab ich das noch nicht?
Ja, na komm schon. Just, wir haben kein Problem mehr. Ich hab's wieder hingekriegt. Oh Gott, es wird so in die Luft fliegen, das sehe ich jetzt schon kommen. Falls ja, ich war nicht schuld. Das war es die anderen. So, einmal hier hin. Dann gibt es noch eine Verbindung zueinander. Hallo? Ist da irgendwas? Ach, das ist im Weg. Kann ich denn nochmal das Ding hier? Nein, das soll ich jetzt auch nicht. Hallo? Kuckuck? Oh, und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, doch nicht. Ach, zum Glück. Das kommt mal weg. So, du. Nach hier unten. Und hierhin verbinden. Hallo, was ist hier los? Ach, das ist wahrscheinlich zu lang. Okay. Na gut, damit kann ich leben. Dann machen wir einfach mal hier eine Verbindung hin. Von hier nach dort. Da ist das sehr stabilisiert. Dann gibt es noch eine Verbindung von hier nach dort. Ich könnte das so sogar schon starten lassen. Moment, wir speichern das mal hier ab. Save. Dann launchen wir es hier nicht, sondern tun es im Hangar mal testen. Load. Ich müsste natürlich erstmal darüber holen. Ja, so viel dazu. Ende. Ja, dann starten wir es einfach mal so auf dem Pad. Load. Einmal den hier. Einmal laden. Dankeschön. Bin ich aber alles gespeichert. Yippie. Dann schauen wir doch mal, wie es sich auf den Launchpad verhält. Deppert's auf dem Launchpad. Dann klärt die doch einfach mal. Weiß nicht, was da noch schiefgegangen ist. Ich bin unschuldig. Ist auf jeden Fall Nacht. Und er hat sich. Ist natürlich jetzt alles One Stage, also das ist mega gut. Was werden jetzt, wenn ich sagen, der SRS und an? Das heißt, kann ich denn das Modul hier? Die Koppel? Jetzt kann ich das gerade nicht steuern, das ist natürlich weniger doof. Okay, man sieht, es ist wesentlich zu hoch. Muss ich doch noch irgendwas machen. Jetzt haben wir den auch. Er rollt auch gerade weg. Dann kommen wir, müssen zumindest ein bisschen was für unsere werten Zuschauer hier bringen. Ich glaube, das geht ganz böse aus für uns. Nein! Okay. Endflight. Ja, doch. Gehen wir doch zum Vehikelbild zurück. Das verlief semi-optimal, aber ich hätte es mir auch denken können, das ist wesentlich zu hoch dafür. Das heißt, einmal nochmal wegbauen. Dann brauchen wir nochmal ein Strukturteilchen. Am besten so. Ich finde toll, dass sich das alles so super ausrichtet aneinander. Na gut. Ich glaube, jetzt ist es zu weit unten. Jetzt haben wir es geschafft, es ist zu weit unten. Jetzt ist alles. Oh, natürlich. Das will doch fast schon hinhauen. Es sieht aber trotzdem immer noch relativ dumm aus.
Eventuell noch einen einzigen. Doch, so könnte es hinhauen, so könnte es hinhauen. Stimmt, die beiden müssen in einer Stage auf jeden Fall sein. Okay. Nein, 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 nicht New. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Ich bin leicht neben der Spur, nachdem ich jetzt hier. Oh Gott. Fast eine Stunde. Fast eine Stunde. Ich glaube, da mache ich dann. Ich glaube, nur zwei Folgen draus. Eventuell drei. Zwei. Ja, so. Bei sowas eine 15-Minuten-Folge machen, das ist. Naja. Sollte ich eventuell nicht machen. Kommt relativ doof. Hallo, ich hätte da auch gerne. Drei Stück davon. Ja, wie soll ich drei Stück davon machen, wenn ich beim anderen schon keine drei Stück gemacht habe? Ja, okay, besser. Safe und auf zum Launchpad. Ja, bitte den Rest aufräumen. Und genau aus diesem Grund fängt man nicht damit an, Kürbis erstmal hochzujagen. Oh, ich hoffe, die stehen jetzt. Das schießt es hier doch. Okay, SS-Modul an. Und er hebt noch nicht ab. Okay, was ist denn, wenn ich jetzt sag? Ja, wir fliegen ohne euch. Dann wird es sogar gehen. Hallöchen aber auch. Das könnte jetzt der Grund sein, warum ich nicht da oben komme. Oh mein Gott. Nur 200 habe ich denn irgendwie. Ach, ich habe keine Verbindung von dem zu dem Tank gemacht. Okay. Ja, das könnte eventuell ein ganz, ganz schnelles Ende nehmen. Aber unser Sonde hat überlebt. Unser Sonde hat immer noch überlebt. Könnte ich den jetzt das hier kontrollieren irgendwie? Nicht? Gar nicht? Dang it. Endflight, ja. Nochmal. Okay, Leute. Langsam ist gerafft. Langsam ist gerafft. Was wir noch bräuchten, ist eine Verbindung von hier. Nach dort. Jetzt müsste es aber alles funktionieren. Hoffentlich. Außer natürlich den Part wieder. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich das Ding gemacht habe. Ich hatte doch davor andere Strukturteile dran. Was? Willkommen zum Kerbal Fail Program. So ein kleines bisschen, ja. Okay, was brauchen wir auf jeden Fall? Ihr drei kommt nach da unten. Es müsste wirklich die allerletzte Stufe dann sein. Okay. Die Antriebe müssen aber doch noch etwas nach unten. So wie zum Thema etwas nach unten. So besser? Kommt man? So soll's hinhauen. Safe und Launch. Ja, ja, ja. Einmal noch launchen. Komm schon. Ah, das Ding muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Ich merke gerade, hier sind einige Zugangsleitungen nicht ganz so, wie sie sein sollten, aber wir können zumindest mal das Docking probieren. Hm.
Ja, das war absehbar. Das war definitiv absehbar. Können wir es doch. Wir können es doch bremsen. Und wir haben so immer einen Antrieb verloren. Und wir haben einen Arm verloren. Wir haben nochmal einen Arm verloren. Wir haben definitiv mehrere Arme verloren. Ja, Justin, wir haben Abfall produziert. Warum komme ich da nicht rein? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch extra. Ja, egal. Endflight. Dankeschön, Endflight. Vehicle Assembling. Es muss doch jetzt möglich sein, dass ich das Ding irgendwie zum Laufen bekomme. Das ist einmal. Hier. Ach, dort. Okay, Struktur ist gediegen. Um ganz sicher zu gehen. Um hier noch eine Strukturklotz hin. Und wir hauen. Na, komm rein. Hier noch ein bisschen Struktur hin. Ich hab doch hier diese Kommando-Controls, diese Pots. Muss ich da eventuell ein bisschen anders vorgehen? Hm. Na gut, wir haben die Antriebe, wir haben das, wir haben das. Jetzt sollte zumindest mal. Yep, clear the Launchpad, dankeschön. Zumindest sollte jetzt mal die Ressourcen voll sein. 200, nein. Er verbrennt immer noch die anderen wahrscheinlich. Ich möchte nicht von hier kontrollieren. Kontrolle von hier. Ich kann die hier nicht kontrollieren. Ich glaube, da muss ich dann nochmal nachlesen. Das ist jetzt so ein bisschen. Verbrennt die 200, der verbrennt aber hier nichts. Er sollte doch eigentlich alles hier rüber verbrennen können. Rette mich, Fallschirm, rette mich! Oh, jetzt habe ich keine Antriebe mehr. Das ist natürlich ganz hilfreich. Okay. Ich glaube, ich muss das Ganze hier nochmal etwas überarbeiten, überdenken. Überdenken, das überarbeiten. Ja, doch. Kannst nicht mal in die Luft jagen. Und auch warum die ganzen Sachen hier nicht funktioniert haben. Die Tanks gehen. Muss ich dann, eventuell muss ich direkt hier in der, ach was, Moment, Moment. Zumindest das muss ich dann auch hinbekommen irgendwie. Was ist denn jetzt? Ups. Was will ich sagen? Ich wollte mal das hier nehmen. Hier rüber. Ja. Was ist denn, wenn ich von hier das schräg rüber gehe? Das geht natürlich auch nicht. Oh, das geht auf einmal. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich möchte mich nicht beschweren. Okay, Fuelleitung. Von hier nach. Aha! Aha! Ich glaube, ich hab's gerade erkannt. Ich habe es erkannt. Ich wollte doch eigentlich nur. Fuel muss von hier nach darüber gehen. Nochmal. Fuel muss von hier nach darüber gehen. Perfekt, dann müsste es doch eigentlich auch jetzt hier ausreichen. Dann brauche ich den gar nicht mehr. Oh, habe ich jetzt gebaut.
Gucken, werde ich doch. Ach, genau. So. Der kommt weg. Ich habe doch jetzt irgendwo so einen Knotenpunkt hingebaut. Haben wir gleich. Haben wir alles gleich. Hier, load. Loaden wir doch mal. Ja, loaden wir doch mal. Okay, nochmal von neuem. Du. Verschwinde. Du. Richtet sich jetzt anders aus. Und zwar von hier nach dort. Das gleiche machen wir mit dir. Also von hier nach dort. Denn die Pfeilrichtung gibt an, wo das der ganze Sprit hinfließt. Das ist einfach mal meine Überlegung, ob es stimmt oder nicht. Das ist jetzt natürlich zwei Paar Schuhe. Ja, klär doch mal. Ich glaube, die ganze Konstruktion an sich funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Schauen wir doch mal. Nein, ich habe immer noch. Einfach mal ein bisschen Sprit hier raushauen. Ich überlege gerade. Moment, haben die bloß 5,7? Ach! Hehehehe. Ja, geil. Komm, wir lassen das ganze Ding jetzt in einer riesigen explosiven Wolke ausgehen. Aufgehen. Das erklärt so einiges, warum wir so gut wie keinen Tank haben. Und nun, SAS aus. Yeehaw! Let's ram it into the Boden! Und Parachute! Hab doch gesagt, verdammt. Neun, einmal rumspinnen und nochmal, schaffen wir noch eine Umdrehung. Ich wollte doch eigentlich. Okay, so haben wir es zumindest mal nach unten geschafft. Control from here. Disable. Ja, ich habe doch gesagt, ich möchte es von hier kontrollieren. Ich wollte. Oh Gott! Okay, gut. Ein erfolgreicher neuer Testversuch. Ich glaube, ich habe einen gewaltigen Fehler gemacht. Schauen wir doch mal. Diese kleinen Minitanks. 5,7. Also kein Punkt, das ist ein Komma. Zack. So viel dazu. 720, schauen wir mal, was wir das Beste rausbekommen können. Ich glaube, das hier wäre zweimal das gleiche. Dreimal eins. Ja, nehmen wir lieber den da hier noch hin. Zack. So, also zumindest genug Sprit für Notfallkorrekturen. Oder weiß egal was. Wir könnten auch hier nochmal. Nein. Warum? Warum möchtest du da nicht drauf? Hallo? Warum, was ist denn? Kollege, was ist dein Problem? Erkläre dich doch hier mal. Okay, neu, mal hier. Liegt es vielleicht an dem da hier? Ja, das war definitiv da angelegen. Okay, jetzt haben wir genug Sprit. Jetzt können wir hier auch nochmal strukturbedingt. Aber ich bin positiv überrascht, dass die Sache mit der Struktur zumindest hinhaut. SAS-Modul. Jetzt können wir das hier auch ein bisschen verschönern. Und zwar einmal
Hier hin. Direkt hier drunter. Okay, das ist weniger, aber ja, okay. Doch, so. Sollte nun wunderschön hinhauen. Abspeichern. Und das Ganze testen wir jetzt am besten. Lass mal. Ich glaube, ich muss noch mal den Kontrollen nachgucken. Ja. Weg mit dir. Lass nicht so suchen. Ich glaube, ja, das teste ich einfach dann noch mal Offlamp kurz aus. Falls zur Explosion kommt, seid gewiss. Die werden auf jeden Fall aufgenommen. Dann wird das jetzt neues Intro-Video herhalten. Falls es keine Explosion gibt, was ich stark bezweifeln werde, wird es... Das rieche ich eigentlich gerade. Egal. Auf jeden Fall muss ich dort wirklich mal ein bisschen schauen. Parts. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat es gemacht. Ne, ich muss nochmal nachlesen, wie es funktioniert. Weil eventuell funktioniert es auch so nicht und wir müssen die Rover einzeln hochschicken. Wäre natürlich auch kein Problem. Hätten wir ein bisschen mehr Spaß. Aber zumindest dieses Docking-System, dass das funktioniert, ist schon mal etwas. Auch wenn es ein bisschen zu weit oben ist. Es hat so einen leichten Durchhänger, glaube ich. Und wenn es einen Durchhänger hat, würde ich einfach mal sagen, wir bauen hier noch. An die Stangen hin. Das können wir jetzt noch kurz ausprobieren. Damit es so ein bisschen hochgehoben wird. Weil es kann wirklich sein, dass der so nicht ganz funktionieren mag. Ich zack das hier. Lower. Okay, die sind ein bisschen weit zu hoch angesetzt. Was sind denn welche jetzt nach unten? Die koppeln. Piu! Wieder einfahren. Yep. Es ist so ein kleiner Hauch von Millimeter ist das hier. Endflight. Wegeassembling. Und jetzt mache ich doch noch ein bisschen weiter. Egal. Bauen wir es doch mal hier hin. Ist auch nirgends im Weg. Safe Launch. Clear Launchpad. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Die brauchen einfach ein bisschen. Müssen wir echt hinschauen. Fettes Ding. Es fällt wirklich ganz leicht nach unten. Lower. Immer noch zu weit. Endflight. Vehikel nochmal. Ein bisschen nach oben. Ungefähr nach dorthin. Es passt noch gerade so. Launchen bitte. Er hat sich gefangen und schauen wir mal. Minimalistisch hat er mir jetzt ein Triebwerk abgerissen. Scheißendreck. Okay, in Sachen Landen müssen. Moment. Ja, wir können ja noch. Endflight. Wo ist. Nein! Ah, verstanden. Ah, ja. Ich wollte gerade mal Restart eigentlich machen, aber okay. Moment, mal gleich. Das Ding ist ja so, die müssen ja ausgefahren werden, bevor sie landen. Sprich, das ist in der Luft. Wenn ich dann ganz zärtlich aufsetze, dann sollte das doch funktionieren. Und ich habe beide wieder in einer Phase drin. Verdammt nochmal. Zum Glück kann ich es hier auch noch verändern.
Und da hat's eben Kabel mal leicht zerfetzt. Super.